Ja! Wir sind sicher fürs Erste. Wir sind sicher. Ja, nur fürs Erste. Ja. Jetzt lädt er wieder, ne? Mhm. Ja. Ja, liebe hier Zuschauer, ne? Ihr seid ja auch noch da. Wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier so veranstalten, unser Dilettantismus, den wir hier an den Tag legen, dann schreibt doch mal, wie scheiße ihr das findet. Oder gut, man weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich glaube, wir sollten überlegen, ob wir die Kommentarfunktion unter diesen Videos nicht abschalten. Oder, wir piepsen alles raus. Ja, richtig, gute Idee. Aber wird alles eiskalt rausgepiepst. Wollen wir noch weitermachen, Jo, ne? Ja, aber sicher. Auf jeden Fall. Okay, dann mache ich hier mal den... wollen wir es vorher noch verbinden? Nö, ne? Wir haben ja eh keine Medipacks mehr, aber ich, Munition... Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich mit dir verbinden will, aber... Okay. Halt, warte, nein, ich will meine andere Waffe wieder haben. Ist ja gut. Ey, wer drängt mich da zur Seite? Komm her, du. Das ist Zombie. Wer ist eigentlich dieser Timo? Was macht der hier? Und was macht der hier und warum, ne? Steht er über deinem Kopf? Weiß ich auch nicht. Stirb! Also, um das mal aufzuklären, Timo ist natürlich das allerliebste Kuscheltier von Malkondo. Ja. Und das ist ein lila Orang-Utan. Ich weiß nicht, irgendwie will ich nicht mehr mit dir spielen. Ey, du machst hier McDonald's kaputt. Ja, Burger King ist eh besser. Oder ist das KFC hier? Komm noch rein, Mädchen. Tür, durch die offene, geschlossene Tür rennen ist natürlich auch schlecht. Das so. Ach, gerade ist es ein bisschen entspannt hier, ne? Ja, man könnte fast mal aussteigen und Blümchen pflücken. Ja, ihr merkt schon, der Malkondo ist so ein richtiger Draufgänger-Typ. Ja. Wir müssen, ich weiß, wo es lang geht. Übrigens. Du weißt, wo es lang geht, ja, das ist doch schön. Ja, ja, ich verrate aber nicht. Ich weiß, wo es lang geht, ja. Ja, sagte er. Und kam nicht wieder zurück oder so. Ja. Nicht auf die Tanke schießen, ja, bitte? Was für eine Tanke? Die da? Da ist eine Tankstelle. Alter! ja, das wäre ja Preis gewesen. Hätte ich mal nichts gesagt. Hätte ich mal doch... Ich hätte auch einfach nichts sagen brauchen. Ja. Na, ich lasse meinen Zorn gerade hier an diesem paar Fabrikarbeitern aus. Arme Kreaturen. Die sich drum gestritten haben, wer den Gabelstapler fahren darf und wer die Paletten schleppt. Ja, yeah, Staplerfahrer Klaus. Ja, kenn ich auch. Siehste? Kennt glaube ich jeder, sollte oder? Sollte man, ja. Sollte man kennen, sollte ja. Wer es nicht kennt. Und auch natürlich, wie der schon 18 Jahre alt ist. Ich bin voll der Moralapostel hier, ey. Sag auch mal was. Also wenn ihr 18 Jahre alt seid, dürft ihr euch Staplerfahrer Klaus angucken. Ansonsten bitte Finger weg. Steigt in den Lift. Was? Steigt in den Lift. Ja, hier, fahr hoch da. Oh, 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 oh. Scheiße, was ist das denn? Wären wir hier mal bloß nicht hingekommen? Warte. Ach du Scheiße. Ich hab keine. Das könnte jetzt in die Hose gehen, liebe Freunde. Warum? Weil... Oh, dann mach sie alle. Mach sie alle, hau sie bis nach Halle. Wir müssen hier hinten lang gehen. Ich muss die gerade mal ein bisschen hier nur zur Seite klappen, um Munition zu sparen. Jetzt könnte man nämlich, es wäre eine super Stelle, um auf die Tanke zu schießen übrigens. Naja. Mein lieber Freund. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Warum hast du nicht gesagt, ich soll nicht auf die Tanke schießen? Stimmt, ich habe nur gesagt, schieß nicht auf die Tanke. Ja, warum hast du das nicht eher gesagt? Das ist nicht genug Information. Du hast dich nicht klar genug ausgedrückt. Es hat doch gut geklappt jetzt. Bis hier sind wir schon gekommen. Oh, du Kacke. Pass auf, der wirft damit so ein Stück Mauer. Der wirft. Ach, hör doch auf, Mädchen. Ja, das ist... Oh, scheiße. Oh, nein, nein. Hilfe, rette mich. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich bin selber hier. Ja, okay. Irgendwer müsste mich jetzt mal retten. Ja, ich glaube, Zoe. Hilft mir gerade hoch. Oh oh. Zoe, ich bräuchte mal Hilfe. Moment, warte, ich versuche nach oben zu kommen. Ah. Geh weg hier. Lass mich durch. Mir wird geholfen. Dem Opa wird geholfen. Jetzt hat sie wieder aufgehört, mir zu helfen. Ist sie doof? Scheiße, ich komme hier nicht hin. Helf mir doch mal jemand. Ich nicht, ich hänge ja gerade so rum.
Mir wird geholfen. Oh, Gott sei Dank, mir wurde geholfen. Oh, hier kloppen halt 1000 Leute auf mich ein. Ich heile mich mal eben. Ja. Nein, ich bin tot. Oder auch nicht. Echt? Du bist tot? Ich bin außer Gefecht. Ja, ich hol dich mal raus da. Ach du Scheiße. Nee, das ist, der hört ja gar nicht mehr auf. Ich helf dir mal hoch. Los, 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 los. Ich sehe aber auch gerade total. Ah, das. Ja, versorg mich mal. Hier, komm her. Nein, versorg mich. Ja, ich komme schon. Hier, da. Ich versorg dich und du versorgst mich? Ja, komm her. Oh, ist das gut. Oh, besten Dank. So, ich bin jetzt auch ein Philanthrop. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier, warte, hier ist ein Medipack. Kasten. Medipacks, her damit. Ja, wieder nur diese Scheiß... Entschuldigung. Der will pillen, also wieder nur diese vermaledeite Arznei. Vermaledeit. Okay. Ich habe wieder Munition auf meiner Hauptwumme. Hier hinten ist noch was. Hier ist noch ein Molly. Nee, ah nee, das sind hier die Granaten. Und ich höre schon wieder einen Boomer. Auf zur nächsten Runde. Ich glaube, wir müssen hier hinten lang. Ja, du bist schon richtig. Der rülpst hier rum, irgendwas ist hier, das ist ja schrecklich. Mann, haben die aber hier wo, neue Monitore. Aber wo? Für die lieben Zuschauer mal wieder, die Monster werden immer alle zufallsgeneriert hier in die Level gesetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr dieses Spiel neu spielt, wird das jedes Mal anders sein. Das ist total cool. Also selbst wenn man das 100-mal gespielt hat, kommen da immer die Monster an anderen Stellen vor. Bist du dir sicher? Ist jetzt... Nein. Erzähl's wieder nur irgendwelche Geschichten. Ich gerade so erfunden. Wie kommst du nur darauf, dass ich da sicher bin? Du, da kommt einer. Oh, Alter. Alter, war der hässlich. Hier, da muss man raus. Alter, das ist Schwede. Nicht so gesund. Wer hat sich denn da wieder eine Kippe angesteckt? Ja, so sieht's in meinem Zimmer auch manchmal aus. Okay, ich glaube, wir müssen hier runter. Immer diese Raucher. Hier da oben stehen welche, die werde ich immer weg. Los. Alter. Oh nein, ich bin festgenagelt. Ja, alles erledigt. Der hat mich genagelt, das sehe ich aber. Nee. Ja. Kommt her, ihr. Oh, ich höre einen. Sterbt, ihr Schweine. Also bei den Boomern muss man darauf achten, dass man die nicht direkt neben sich erschießt, ne? Weil dann kriegt man diesen ganzen Schleim ab, genau, von den Viechern. Aha. Und das bringt dann irgendwie Schaden. Okay. Oh, da kommt schon wieder Schleim ein. Hört sich immer nach Schaden an. Bombs. Und ich höre schon wieder eine Witch. Ich sagte Witch mit B. Mit W. Mit W. Nicht mit B. W. Au. Die darf man nicht anleuchten. Deshalb sollte man eigentlich die Taschenlampe ausschalten, aber ich fürchte mich so im Dunkeln. Ach was, wir legen es drauf eine an. Eine Bombe. Ah, ich schalte mal, warte mal. F sagtest du, ne? F, ja. Hast du Half-Life? Ah, hier ist sie. Ich habe sie gesehen. Die Witch ist da. Pass auf, wir können die jetzt erledigen. Warte mal. Das machen wir ganz einfach. Weg da. Ah, das ist so eine gute Idee. Weil die jetzt dich angreift. Was denn? Ich bin Bill. Guck mal, es brennt. Und das Wasser spritzt da drauf, aber es geht nicht aus, das Feuer. Doch, wenn ich komme, geht das aus, siehst du? Ey, hier, du siehst ganz schön scheiße aus, Junge. Wer sieht scheiße aus? Du. Ach, du Kacke. Scheiße. Ja. Das ist echt übel. Oh nein, ich hau mir mal so ein paar Pillen rein, warte. Ja, oder ja, hätte ich dir auch geben können. Achtung, hier kommen wieder... Das ist alles so grün hier. Grün? Ja, jetzt ist es wieder gut. Oder auch nicht. Da lief mir alles die Soße da, die Augen. Ich muss mir die Tasten nochmal anders legen. Ey, hier liegt, hier aber liegt nicht, ein halber nicht, Typ. Nicht jetzt. In der nächsten Aufnahme. Was? Nächste Aufnahme? Haben wir hier nicht schon mal? Okay, Taschenlampe können wir wieder anschalten. Die habe ich schon wieder. Also ich finde... Ich glaube, das ist Half-Life Engine. Kann das sein hier alles? Ja, das ist gut möglich. Ah ja, ich habe Schmerzmittel. Ja, gehen wir in den Abwasserkanal. Gute Idee. Das ist mal besonders schön. Ja, ich mache dann den Deckel hier mal wieder zu, ne? Wie zu? Oh, hier so. Ach, schade, geht nicht. Ich wollte da nicht rein. Okay. Boah, sieht alles gut aus. Ja, habt ihr ein bisschen verwirrt. Habt ihr die alle getötet hier jetzt? Was haben wir? Ob ihr jetzt hier alles freigemacht habt. Ich habe da hinten extra gewartet. Boah, zwei auf einmal.
ist besser als 7. 7 auf einen Streich. Ja, ja, hier ist Munition. Sehr gut. Ups. Entschuldige, ist ja gut. Was zum Teufel tust du, Francis? Was machst du? Bist du blöd oder was? Ich habe hier gerade ein kleines Problemchen. Was? Aua, ich auch. Ich werde verprügelt. Ein Problemchen. Problemchen? Ah, da hinten, warte mal. Da werfe ich jetzt mal eine Rohrbombe runter. Irgendwen hat's erwischt. Wen hat's erwischt? Weiß ich nicht. Dich? Nein, mich nicht. Ah, hier, siehst du, jetzt rennen die da alle hin? Siehst du das? Ja, ich seh's. Und gleich BÄÄ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 Ä
Oh, ich höre schon wieder irgend so ein Biest. Mir geht's beschissen. Hier ist Schutzraum. Oh, warte. Mal. Tür zu. Ach du Scheiße, der hat mich voll erwischt. Moment, ich hier, helf mir mal. Ja, ich komm. Ich musste mich mal eben verarzten. Warte mal, wo bist du schon wieder ganz? Hier. Ach du Kacke. Mit dem Herrn, ich bin ein böses Riesenmonster. Okay, den haben wir. Den haben wir down. Ich mach mal die Tür zu. Damit wir Warum bleibst du draußen? Ich mach mal die Tür auf. Ich mach mal die Tür zu. Aha. Ja, Türen sind immer so ein Problem. Oh, ist ja schrecklich. Alter! Ja, wieder ein neuer Level geschafft. Und wir nehmen schon eine Dreiviertelstunde auf. Toll. Das passt doch alles ganz gut. Ja, super. Ja. Und wie gefällt's dir bis hierher? Du hast es ja noch nicht so richtig gespielt. Also, wie findest du es? Also, ich find's lustig. Lustig. Aber krass, ne? Oh, das ist saugeil. Also, es macht schon ordentlich Laune. Ja. Es ist halt, ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur wildes Rumgemetzel. Ja, das ist doch gerade das Geile. Mit Zombies. Haut die Zombies weg, ey. Das ist. Oh, hier, ich kann mal ihren Kopf reingucken. Das ist auch nicht so schön. Das ist eine ganz schöne Wunde, die du hast, Mädchen. Nix drinne. Ja, war wirklich leer. Oh, toll, jetzt muss ich mich verarzten hier. Wir brauchen diese Tür noch nicht aufmachen. Wir können auch schon mal hier so ein bisschen rumrandalieren. Einfach mal so ein paar hier durch die offene Türöffnung erschießen. Ach so. Ich muss da vor allen Dingen mal diese Monitore von den PCs kaputt schießen. Jeder schießt, solange er kann, nur nicht auf seinen Nebenmann, weißt du doch, ne? Oh nein, da hat schon wieder jemand den Fernseher zerstört. Oh, die werden doch wieder sauer, kennst du doch. Toll. Die hat eben ganz locker gestanden, oder er, den Arm so an die Tür gelehnt. Mhm. Und du hast sie getötet? Den Zombies geht. Ja, ich hab ihn getötet. Oh nein. Den Zombies geht's eigentlich gut, ne? Also eigentlich sind sie ganz nett. Ja. Ganz zufrieden auch, denke ich mal. Ja, mit Sicherheit. Oh, hier, man kann sogar die einzelnen Becher zerschießen, ist das geil. Hier, die Kaffeemaschine. Also wenn du richtig aggressiv bist, Kopf in die Mikrowelle stecken, kannst alles. Zeige ich jetzt aber nicht. So. Okay, wie sieht's aus, Klaus? Bist du fertig? Ich weiß nicht. Können wir los? Ich bin schon lange fertig. Okay, auf geht's. Ein neuer Level. Und hier ist alles voll. Komm mal raus. Ich habe hier mal was vorbereitet. Ich hab da schon mal was alle Nachthemden. Ja, wie heißt das noch, das Ding hier? Spielothek? Nein, Infothek? Oder wie hieß das früher noch? Krankenhaus. Hä? Krankenhaus heißt das ja. Nein, ich meine diese Fernsehsendung gar nicht. Ich hab schon mal was vorbereitet. Hobbythek, genau. Nicht Infothek. Ja, dicht dran. Ja, fast. Fast. Es hat fast geklappt. Okay, die Luft ist rein. Ihr könnt kommen. Ah, nicht ganz. Ah, toll, du erzählst wieder Geschichten. Ja, die Luft war rein. Kann ich mir nicht vorstellen bei den ganzen Toten hier. Ach, hör doch, denk mich hier nicht. Oh, Alter. Irgendwo kommt da ein Smog. Ja, egal, der ist. Wollen wir nochmal zurück in den Schutzraum und uns nochmal Muni holen oder wollen wir einfach weiter? Ach was, wozu brauchen wir Munition? Wir hauen die einfach. Ja, genau, wir brauchen schon Munition, wir machen es einfach so. Oh Gott, ey. Oh, Raucherlunge hier. Ist eigentlich Rauchverbot hier. Ach du Kacke. Ah, du hast ihn getötet, sehr gut. Ja. Also du nicht, ne? Also Timo hat ihn getötet, wer immer das auch ist. Wer immer das auch ist, ja. Der Handler. Ja, genau. Oh, da hinten geht die Party ab bei dir, wa? Mit deiner kleinen Partytruppe hier. Ja, die sind ja halb nackt hier, das ist ja widerlich. Wer? Ja, die Dings hier in ihrem blöden, komischen Krankenhaus. Ich höre schon wieder ein Blubbi. Uma. Ich stehe gerade etwas neben mir, muss ich zugestehen? Eingestehen? Du stehst neben mir. Ah, hier, da. Wenigstens sitzt du nicht rum. Ja. Oh. Mach sie alle. Boah. Oh, ganz locker marschieren wir hier durch. Ich sag doch, das sind hier die Pros. Ja. Oh, Gamer läuft. Steht ihn hier nicht rum. Oh, irgendwer hat mich hier gerade. Wer ist denn das hier? Meine Güte, Junge. Na. Ja, hier geht's hoch. Hier geht's hoch auf jeden Fall. Okay, wir müssen, glaube ich, hoch, ne? Würde ich mal so tendenziell behaupten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt hin sollen.
Aufs Dach, glaube ich. Ich glaube, er hat irgendwas gesagt, wir müssen aufs Dach. Ach so. Ach, für den Hubschrauber. Weil der Hubschrauber uns da abholt. Ganz klar. Ich muss hoffen, dass das auch stimmt. Oh, hier alles mit Blut verschmiert. Ich höre schon wieder einen Boomer. Solange du ihn nicht siehst, ist ja noch alles okay. Noch sehe ich ihn nicht. Ey, hier ist alles versperrt. Hier, da gehe ich mal durch. So. Ach, kann man da durchgehen? Ja. Hier. War gesperrt, bist du irre? Kannst du nicht einfach durchgehen? Moment, hier, hey, warte mal. Ich will Ihnen mal eben Ihr Röntgenbild zeigen. Also Ihre Lunge sieht äußerst schwarz aus. Ich glaube, das ist echt, Sie sollten das auch mal lassen. Ist das der große weiße Fleck? Was? Ist das so ein komischer grüner Kotzbrocken? Nee, das ist ein komischer Fettklotz. Ja, so ein Kotzbrocken-Ding da. Ja, genau. Der einen alles vollschleimt. Da ist er. So, ich habe einen Molotow-Cocktail. Das ist sehr schön. Ich nehme auch einen. Ja. Das ist sehr schön. Moment, ich muss dir den eben anmixen. Ja, Barmann. Was ist eigentlich alles drin? Barmann. Hallo. Bedienung? Ha? Bedienung. Personal von hier ist sehr schlecht. Oh, holen Sie den voll Aufzug. Ab, ey. Zoe geht voll ab. Boah, pass auf, wo du hinzielst. Ach, du bist doch da genau reingerannt. Jetzt sollten wir uns hier irgendwo hinstellen. Jetzt kommen wir ins Allee. Ach, du Kacke. Mal hier aus dem Gammel raus. Oh, hör doch auf! Macht sie alle! Schießt sie bis nach Halle. Ja, von mir aus auch bis dahin. Ein Boomer hat Zoe voll gekotzt, alles klar. die sieht ja voll widerlich aus jetzt. Bäh. Alles gut, oder? Ist der Fahrstuhl schon da? Guck dir den Haufen da an. Bis jetzt noch nicht. Verdammt! Da, der Fahrstuhl ist da. Rein. Moment, ich komm ich komm rein. Komm mal rein, Leute. Da draußen ist nichts mehr zu. Hallo, ich drück doch hier schon drauf. Ja, die müssen erst alle drin sein. Nein, das geht nicht. Ich drück doch drunter. Lass doch die zurück, ist doch egal. Was? Wir können doch keinen zurücklassen hier von unseren tollen Kumpels. Die haben uns schon 100 Mal das Leben gerettet. Sind wir hier bei SG1 oder was? Ah, ja. Oh, hier oben. Guck mal, hier kannst du durchgucken.